1. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Destiny Beta Version. Ich bin euer Mega Snake. Und ich bin euer Shadow Mask. Servus. Servus. Ja, zur kleinen Info, ich bin im letzten Part rausgeflogen. Mein Aufnahmegerät hat einfach gesagt, nein, ich will nicht mehr starten. Ich koppel mich mal von der Verbindung ab und war weg. Ja, ich kann mal gucken, was der retten kann. Ich wäre ein bisschen doof. Nee, also der Rest vom Video habe ich gesehen gehabt, ist drauf, hat auch 20 Minuten sowas aufgenommen, aber war halt einfach mal kurz beendet. Und hat komischerweise nochmal eine Datei gemacht mit also komischerweise die 20 Minuten. Komischerweise. Ja, komischerweise die 20 Minuten hat er als Part 14.1 gespeichert. Und komischerweise irgendwie so 2 Sekunden oder sowas hat er als 14 gespeichert. Okay. Also ein bisschen kurios, aber okay. Habt ihr gerade einen neuen Freund gefunden, sehe ich? Ja, irgendwie. Wieso? Micha, der steht glaube ich auf dich. Achso, dir? Oh, okay, der ist vom anderen Ufer. Wir begeben uns wieder durch diese Scharbrotstätte. Die Vorhut sagt, dass sie nun an die Oberfläche kommen und die Gefallenen in Schach halten. Keine Ahnung, aber willst du schon eh weg. Atta, atta. Keine Ahnung. Doch, das war der Weg zur Hexe. Yep, aber wir müssen ja so ein bisschen weiter, glaube ich. Richtig. Du musst jetzt, glaube ich, der Gegner, oder? Nö. Bei mir ist jetzt noch nichts gewesen. Kommt doch keiner. Na, noch kommt keiner. Wir müssen ein Stück weiterlaufen. Jetzt kommt Gegner. Headshot. Oh, ein weißer Gegenstand hat fallen gelassen. Ist zwar ein bisschen unnütz, aber nimm mal. Ist tot. Oh, ich bin... Was ist jetzt los? Fehler! Micha, du auch? Was? Wieder weg. Fehler! Ich hab soeben eine Meldung bekommen, ja. Also ich bin gerade Fehler. Du auch? Ja, aber ich hab hier noch einen Korax vorne stehen. Also eben ja, habe ich bei dir auch gesehen, dass du irgendwie an die Wand gehüpft bist. Die ganze Zeit, wo du gesagt hast, oh, warte und so. Und ja, also bei mir hat er gerade die Verbindung gekappt. Also hier vom Spiel. Nee, ich bin mit dem Korax noch drin. Okay. Nee, eben bist du gerade. Ja. Ja, ich komme gleich wieder zu euch hier, wenn ich hier mal wieder starten kann. Oh, Kopf ab. Ihr macht ohne mich weiter. Warum? Ja? Guck mal meine Granate an. Warte, pass auf. Ich bin wieder im Charaktermenü hier, toll. Jo, schön. Charaktermenü. Nice. Das ist geil. Musst du mir da auch mal zeigen, aber ich muss erstmal wieder reinkommen. Jupp, zeig ich dir. So, jetzt kann ich Freunde auswählen. Wer ist denn eigentlich Leader von euch gewesen? Ja? Wer war Leader? Ich. Okay. Könnt ihr das in Kram? Oh, das verwirrt dann immer dieses rote Ausrufezeichen. Beitritt zur Einsatztruppe. Das verwirrt voll. Das sieht echt aus wie so eine Fehlermeldung. So, ah, Achtung, du trittst bei, aber es ist ein Fehler. Bist du sicher? Also ich tritt auf jeden Fall bei. Ich müsste dann bald bei euch sein. Ich sink gerade ab. Ja, ich sink gerade ab. Und jetzt komme ich dann zum anderen Ladebildschirm gleich. Es gibt Berichte über ein Hüterteam, das bei der alten Himmelswacht verschwunden ist. Sie waren auf einer Mission für den Toten Orbit, hatten Codes für eine versteckte Satellitenanlage, die uns mit anderen Kolonien im System verbinden könnte. Wenn wir ihre Geister finden, können wir die Anlage vielleicht öffnen. Aber die Verbindungsfehler sind ein bisschen lästig. Wir begeben uns wieder durch diese Scharbrotstätte. So, ich bin wieder drin, aber ich. Nun an die Oberfläche kommen und die Gefallenen in Schach. Ich bin hinten bei dem. Ich bin bei dem Eingang, bei wo es reingeht, wo was aufkommt. Hey. Bleib mal stehen. Oh, jetzt ist besser im Kopf. Ich muss ein ganz schönes Stück laufen jetzt zu euch. Ja, wir warten. Ich bin hier in diesem Gang halt, wo es zur Hexe geht hier. Also. Ja, dann hörst du die Treppen hoch und so alles. Ja?
Scharfschützengewehr, mit dem ich mal Atom mit Pimmel wegschießen kann. Cool. Bleib mal stehen. So. Roboter-Eier ab. Seid lieb. So, ich bin bei euch. Gleich, oder? Ich registriere die Geister. Sie sind zwischen ein paar Gebäuden gar nicht weit weg. Bist du da? Fast, warte. Ja, ich bin da. Oh, das ist Gott. Die Geister sind noch hier. 9. Die Gefallenen haben sie. Nee, mich erst nicht. Haha. Ich glaube, ich bin immer noch ein Stück weiter weg von euch. Aber hier sind. Du bist über uns irgendwie. Seid ihr denn hingelaufen? Du bist schon vor uns. Was? Du bist vor uns. Hä? Wie. Hä? Nee, ich bin ja den ganzen Weg gelaufen, aber ich habe euch noch nicht gesehen gehabt eben. Okay. Hm? Naja, Micha, musst du mir denn mal die Granate zeigen, was du denn hast? Ja, guck hier in die Richtung. Ja. Krass. Und die fliegen dann zu Gegnern, oder? Ja, normalerweise. Ja, da sind ja gerade keine Gegner. Boah, krass. Nice. Ja, Schwarm. Schwarm. Und er rennt natürlich wieder vor zum Gott. Er wieder. Ey, ich bin Gott. Mega. Ja, ja, ja. Ich bin so eben etwas müde. Oh, da kommen Gegner. Neben dir, Micha. Fang. Okay. Oh, da ist was grün, grünes. Ey, waren wir doch schon bei diesem grün leuchtenden Ding da? Hier, wo ich gerade hinlaufe, dieses. Das ist der ja. Da kann man reingehen. Hier ist irgendwas. Ist irgendwas? Ja, muss ich mal dahin. Ey, hier kann man reinlaufen. Alter, hier waren wir auf jeden Fall noch nie drin. Geil. Grün leuchtende Öle. Gibt's irgendwas? Eine Truhe? Leuchtende Kristalle finde ich ganz cool. Hm. Du warst für da einen Garten. Kann da irgendwas machen? Oh! Ich dachte das Blaue wäre hier vielleicht so ein. Ja, ich dachte schon, das wäre so ein Geist oder so. Leuchten ja auch immer so blau. Hier geht's aber voll weit rein hier. Ja. Wo geht's denn hier lang, Alter? Ja, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Gibt's hier gar nichts? Aber hier ist nichts. Sackgasse? Vielleicht. Ja, stimmt, dann geht doch schon das Tor auf, dann oder so. Ja, mit der geht es wahrscheinlich irgendeine Instanz oder so rein. Ja, cool. Aber krass, hier waren wir echt noch nie. Nee, das haben wir auch noch nie. Ich hab's natürlich Zufall gesehen, weil das so extrem geleuchtet hat, hier dieses Grüne. Ja. Hä, hey, was ist das für ein Teil? Oh, da kommen Gegner von oben runter. Cool. Ja, die sind hier beim Eingang gespawnt. Ne, da liegt ist noch einer. Da hinten kommt noch mehr. Headshot. Ah, wir müssen so komische Teile von Gegnern wieder einsammeln. Oh, die Gegner sind schon früher. Nichts. Such noch einen. Oh, ich hab ne, Der hier hat die Codes. Los, ja, hab ich suchen auch. Wir die Anlage. Und ich hab ne weiße Waffe eingesammelt. Ich hab gerade eben vielen Kopfschuss gegeben und 1800 Erfahrungspunkte bekommen. Yeah. Oh, ich hab ein neues Scharfschützengewehr gefunden. Was? Ein weißes aber, mit 51 Angriff. Genau. Nein, da gab's kein Lied. Ja. Ja, ich sehe es. Ist da was drin? Ja, nicht. Toll. Michi, ich habe ein neues Snipergewehr. Wollen wir mal gucken, wie es aussieht? Ja, auch nicht schlecht. Alter, der Schalldämpfer da vorne dran.
ich ja wieder ein. Oh, Alter, das ist so ein rotes Zielding. Nee, Quatsch, so ein blaues Zielding. Das sieht alle cool aus. Echt? Nee, ich hab glaube ich mal ein rotes gehabt. Meine waren bis jetzt immer blau. Okay. Schau mal, Korax. Schau mal, Sniper. Ja, ich guck hier gerade meine Sachen durch. Ach so. Ey, stell dich nicht vor meine Nase. Ah, hinter uns. Wie wir alle auf die schießen hier. Wir müssen hier durch. Achso, wir müssen eh hier rein. Was? Krass. Wir müssen auf jeden Fall hier lang. Geister und Hüter sterben vor, oder? Niemals zuvor. Kommt ihr auch? Wir müssen das beenden. Die Steuerung der Satellitenanlage okay, ist im nächsten Sektor. Wie viel Schaden? Oh, respawn. Wie viel Schaden hat deine Waffe, Micha? 51. Hab ich auch, aber ich hab weiße halt. Respawn eingeschränkt. Ja. Da, Gegner. Ja, boah, Alter. Granate. Oh, hinter euch. Micha. Ja, hinter dir. Ältester Vandale, oder was ist das da? Ja, die sind alles irgendwie Älteste jetzt. Ja. Ja, die waren halt zu alt, weißt du? Ja. Alter Schwede. Will ich einer Messer? Oh, wer ist denn wieder tot? Oh, mich hat's auch gerade fast erwischt. Hinter euch. Hab ihn. Nee, ich hab ihm gerade einen Headshot verpasst. Egal. Näher ach, der Steuerungsstation. Ah ja, das kommt ja wieder am Ende dieses Ritterviech dann gleich. Alter. Ordentlich Schaden gekriegt. Ja, Mann. Wir sind ältester Captain. Ja, das ist alles so alt. Für euch! Oh, Alter. Ich hab den Captain erledigt. Nee, der ist tot. Der lebt noch? Was? Nee, der ist tot. Oh, und diese Drohnen. Ah, die Drohnen. Nein. Haut ab. Ja, aber habt ihr gesehen gehabt, diese Schweberdinger, die normalen sind rot, die sind gelb. Ja. Oh, da kommen doch dann diese Unsichtbaren gleich, gell? Ja. Da müssen wir aufpassen. Alter, oh, Alter, was hat das für Schaden? Boah, ich bin fast tot. Ah, Hilfe. Leute, ich bin gerade hier ein bisschen in Schwierigkeiten. Okay. Okay, jetzt. Da war so ein Kuh. Schade finde, dass man da dran zoomen kann mit dem Kuh. Krasse Unsichtbarer. Ja. Hinter dir. Oh, da ist noch einer neben dir. Jetzt. Ja, ja. Oh, das ist ein weißer Gegenstand. Ja, genau. Da kommt dann am Ende dieser Ritter. Wahrscheinlich ein ältester Ritter in Gelb und mit noch Schrift und keine Ahnung was. Oh.
Na, ich hab meins das vorhin ist die verbraucht Steuerung. Für einen. Bring mich rein, dann prüfe ich, ob die Codes noch funktionieren. So, Geist, rein mit dir. Okay, kommunizierende Kryptosysteme. Kennsatzbasierte Sicherheitscodes verifiziert. Ja, es funktioniert. Da draußen, die Anlage. Sie Hobby. Öffnet sich. Sie öffnet sich. Stimmt. Unglaublich. Aber Bobby sie wird aktiviert. Jetzt hier im noch nicht. Abschiffe der Schar. Los, auf sie. Oh, Alter. Was ist denn das? Ja. Jetzt schießen sie sich erstmal. Vorsicht. Hab ich gebraucht. Alter. Oh. Die Schar. Killsrang 1. 401 von 500. Oh, das Hexe. Ja, und sie ist tot. Ja. Oh, ich werde gerade hier ein bisschen angeschaut. Ja, mach mal. Doch, Schild ist weg. Die Dinge gerade on. Ich bin super bereit. Ja, hier ist, liegt überall grüne Muni rum. Bei mir liegt auch. Ich schieß grad mit meinem Maschinenwehr hier rum. Oh, Alter! Fuck ihn! Maschine der ihn gerade tot. Da hinten ist noch einer. Was für ein Rebellier oder was? Da oben ist noch einer. Ein grüner ist da oben. Hier immer noch. Hier ist einer. Ja, oh, da kommen noch kleine. Ich habe auch gerade geschmissen. Das war mein Streugranat. Oh, jetzt bin ich fast tot. Alter. Muss ich gerade decken gehen? Geh mal mit. Oh, oh. Super breit. Was? Hat gut gezockt. Da ist er. Oh, der Hälfte habe ich abgezockt. Super breit. Ich schieße mal Granate in die Front. Was? What the fuck? Ich glaube, das war's. Die Hälfte hat er noch gehabt, Alter. Krass. Ja, hab ich auch gehabt. Ja, wenn du so blaue Kugeln einsammelst, dann geht's schnell wieder voll. Das sind diese komischen blauen Kugeln. Ich hab grüne Schuhe, also verschlüsselte Schuhe bekommen. Okay. Ich hab nichts Grünes gerade. Oh, da hinten liegt noch raus. Oh, hier liegen viele blaue Kugeln. Ich bin auch wieder super breit. Alter, ich lieb dieses blaue, dieses Scharfschützengewehr, ey. Ja. So, ich hab da irgendein Upgrade freigeschaltet. Ich hab auch so eine 51er Sniper-Gewehr eigentlich. Ach, ein Angriff. Immer. So, kommen wir da. Oh, die schwere Hand. Nice. Nice. Ja. Nice. Okay. Wo muss hin? Ich hab neue Schuhe. Ja, ja. Lauf mal los. Kann man jetzt die Mission beenden? Yeah. 28 Sekunden. Komm nur aus, Story-Aktivitäten. Abschluss Rang 3 oder Rang 2 war es, glaube ich. Aber er ist mit Verteidigungsstrukturen im ganzen System verbunden. Nice. Es könnte da draußen etwas geben. So. Das uns hilft, ich bin bereit. Ich bin bereit. Zu überleben wie Rasputin. Das Rumpfschweben ist cool.
Yeah. Ja, bei mir ist auch fast was fertig. Vortex ist fast fertig von leere Läufer. Zumindest gesteigerte Höhe bei Vater Kihu. 30. Von 39 mit Fähigkeit. Ich hab bloß einen Helm gekriegt, nein. Ihr habt beide Waffen und eine Rüstung gekriegt, der Sauerei. Ja. Helm. Hey Shadow, jetzt hab ich noch mehr Grimma-Punkte wie du. Drecksack. Jetzt 15 mehr statt 10. Drecksack. Micha, du hast. Micha, du hast diesmal den Bonus an Toten. Ah, bin ich gestorben, ja. Zweimal. Und, okay. Und wir beide null. Ja. Granatenkills. Ich, Sphären der Shadow mit 5. Ne, mit 6. Jo. Also ab in den Orbit. Orbit. Blung. Blang. Bling, blung. Blung, bling. Bling, blung, blang. So, Michael, wir können euch ausführen, Zeit. Also, wir haben 22 Minuten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Turm und machen unsere Sachen nur und dann würde ich sagen, Aufnahmeschluss. Würde ich auch sagen. Ich hab ein neues Scout-Gewehr, ist auch stärker. 51 macht jetzt. Ist aber weiß. Ja, macht ja nichts, Hauptsache stärker. Ah, ja, genau wie mein Scharfschützengewehr 51. Ja, Impulsgewehr. Wenn wir 55 zum Turm? 51, weg damit. Wenn wir zum Turm? Ja, ich war gerade noch im Menü. Ja, also. Ja. Ja. Turm. Startet, schwer. Was? Unmöglich. Legendär. Legen, warte noch. Der. Ja, dann vielleicht nur noch die große Instanz auf der schweren Stufe, ne? Ja, würde ich dann sagen, machen wir beim nächsten Mal irgendwann. Ja. Oh ja, weil die wird nochmal. Das würde ich sagen, entweder morgen oder übermorgen machen wir dann am Freitag oder Samstag jetzt. Aber wir haben am Samstag auf jeden Fall noch. Ja, Samstag ist ja noch ein Event, also wahrscheinlich seid ihr da ja nicht dabei. Ja gut, abends vielleicht dann. Ja, schauen wir mal, wann es ist. Weil jetzt am Wochenende kommen dann die neuen Sachen, die von Schmelzt verfügbar sind und mal schauen, was da passiert. Ja, die werde ich wahrscheinlich eher am Sonntag antesten, weil ich werde den ganzen Tag nämlich nicht da sein. Samstags. Ja. Ich weiß nicht, wann ich samstags heimkomme. Micha geht ins Hello Kitty Wunderland. Ja, geil. Da ist lange Nacht bei Hello Kitty Wunderland. Ja. Für Kinder bis 8 Uhr offen. Ja. Extra lange Zeit. Extra lange Zeit. Dann verpasse ich noch gerade einen Sandmann und dann... Bist du schon ins Bett. Genau. Ja. Mit dem großen Leinwand aufgestellt, habe ich dann Ja, Hello Kitty. Warum ist bist du eigentlich schon hier? Ja. Tausende Jahre vor dem Untergang. Oh, ich hab nichts bekommen. Impulsgewehr 57. Natürlich stärker als meins, ne? Oh. Ah. Nehmen wir. Ich weiß gar nicht, ich könnte mir eine kodierte Spezialwaffe kaufen, aber. Ich hab einen Raketenwerfer mit diesen komischen Dingen. Ach, was hast du? Ja. Was hast du? 9 Raketenwerfer. Oh. 57 Schaden und krass. Alte Namen. Drecksack. Oh. Geh mal gucken, was der Waffenhändler hat. So. Oh, ne, du bist mein Panzerung. Ich geh mal zum Waffenhändler. Was hat der denn Schönes? Fusionsgewehr. Automatikgewehr. Naja. Der hat jetzt. Heilige. Was? Heilige. Das Öl Level nicht vergessen, mit, Peter. Lila, ne? 64 Schaden. Krass. Das kannst du ja noch nicht anziehen. Ja, okay, da hätte ich jetzt
Ich habe ja zwei Level 9 Spezialwaffen. Nordamerika der Voruntergangszeit. Oh, ein Sniper Level 9 wäre auch schon geil. Level 9 Waffe und eine Level 9 Rüstung. Ja, ja, ich habe glaube ich auch Schuhe, habe ich Level 9 auch noch. Okay. Sogar zwei Level 9 Schuhe müssen es gewesen sein. Warte mal. Guck mal, ja. Oh, ich habe noch mehr Schuhe. Hm? Die Waffe sieht aus wie die von Resistance. Oh, shit. Ja, die hebe ich noch auf. Oh, ich habe einen neuen Helm. Ich wäre dann soweit. Oh, der ist... Ja, aber dann kriege ich die Stärke wieder runter. Hat zwar mehr Resistenz, aber ist halt... Stärke dann weg. Wie viel Resistenz kriegst du mehr? Bei dem jetzt sind es, warte mal, 5. 5 mehr Resistenz. Ja, gut. Von 34 auf 39. Ich habe auch schon viele coole Sachen abgelegt, einfach weil die Panzerbeschallung einfach deutlich stärker ist. Bin von 123 auf 149 hoch, weil ich halt einfach die Sachen gewechselt habe. Hab ich auch. Das macht halt schon einiges aus. Ja, aber die 5 ist jetzt wurscht, den nehme ich jetzt nicht. Ich habe ja 141 Resistenz. Wie viel? 141. Ich kenne dich. Hey, du fragst so viel wie ich. Tja. Was hast du? 149. Ich auch, 149. Drecksekret. Dafür ist mein Fokus, meine Panzerung zu 90% voll. Meine Rüstung. Ich sehe nach. Disziplin habe ich aktuell 65%. Wenn du auf Fokus gehst und dann Dreieck drückst, dann steht ja hier Rüstung, Erholung, Agilität. Ja, ja, ja. Da bin ich bei Rüstung bei 90%. Ja, gut, ich habe Agilität bei recht viel. Die neue Monarchiewache will die erste Wahl. Bringen Agilität. Bewegungstempo und maximale Sprunghöhe. Ja, bla, braucht kein Mensch. Oh. Erholung und Rüstung. Rüstung ist viel wichtiger. Boah, da gibt's ein, bei mir einen Helm für meine Klasse zu kaufen. Grün, Level 10 brauchst. 56 Resistenz. Plus 23 okay. Disziplin, hey, Alter. Und wenn es auftunes, hat als Bonus erhöhtes Nahkampfangriff-Tempo. Krass. Aha. Kostet 250 Glimmer bloß. Ich glaube, ich kaufe mir den. Weil den kann ich den, wenn wir das volle Spiel haben, dann... Ich habe eh über 3000. Werden, ne? Ja, ich hab über 3000. Das kann ich mir locker leisten. Ja, ich gebe es regelmäßig aus für neue Sachen. Ich nicht. Hey. Das erste Mal, dass ich jetzt was kaufe. So. Aber eine Panzerung, ne? Ja, bei mir aber auch, oder? Ja. Ja, doch. Das voll. Licht ist deine stärkste Läuft. Waffe. Hallo? Ja? Ja, wir sitzen hier und ja, wir warten für das Ende des Let's Plays. Jo, ich hab nur gerade diesen Helm gekauft für Level 10 dann. Ich komm schon. Ja, dann haben wir eh alles weg, also dann ist eh scheißegal. Die Skill wäre dann auch weg und dann ist es eh scheißegal, dann kann man es jetzt wenigstens noch ausgeben. Jo. Sitting in, oder? Machen wir ein Sitting in. Wir hocken so extrem breitbeinig da. Sind noch echte Männer. Natürlich. Ja, so sind die Frauen. Du bist die einzige Frau hier. Aber dann verabschieden wir uns für diese Aufnahme. Jetzt haben wir noch eine große Session auf jeden Fall vor uns. Seht ihr mein Hemd auch gerade so glitschen, das am Boden liegt, das Hemd? Nein. Bei mir. Nein. Glitscht es, also die Zeichen da drauf, die ja, bewegen sich. Okay. Ich stehe nochmal kurz auf und setze mich da nochmal hin.
Was es dann immer noch macht. Nur wenige dieser Fragmente überleben. Yep. Krass, okay. Ja. Naja, es ist noch nicht ganz bugfrei, aber. Ja. Ist auch nur eine Beta, ne? Aber nicht schlecht für eine Beta. Die Alpha war ja auch schon relativ. Ja, muss ich auch sagen. Sogar die Alpha war eigentlich stabil. Also, wie gesagt, wir verabschieden uns jetzt für diese Session. Wir haben das ganze Ding auf diesen höheren Stufen durchgepaukt. Ja. Und ja, fehlt nur noch ein großes, ne? Ja, ich würde nämlich sagen, dass wir beim nächsten Mal einfach nur das Riesending aufzeichnen. Und dann würde ich nämlich sagen, würden wir vom Let's Play die Beta beenden. Genau. Und werden recht viel noch versuchen, Offcam zu machen, was dann nicht so interessant ist, einfach nur ein bisschen rumleveln. Weil wir wissen ja eh nicht, ob die Beta übernommen wird von den nächsten. Angeblich heißt es ja, aber schauen wir mal. Ja, gut. Und dann werden wir auf jeden Fall noch eine kleine Aufnahme starten für einfach nur Feedback. Genau. Ein kleines so Let's Fazit, zeige ich einfach mal. Richtig. Ja. Und dann würde ich einfach sagen, schaut dir die anderen Let's Plays an, die wir noch reinstellen. Und dann wird im September, wann kommt es raus? Im September, oder? Genau, 8. September, glaube ich, oder? Richtig. Dann und 9. Okay. Am 9.9. sehen wir uns dann auf jeden Fall wieder bei der Vollversion. Genau. Richtig, stimmt, wir haben ja dann das Hochleistungsinternet, habe ich so hoch so. Ja. Wer weiß, wann die Folge hochkommt. Klar. Dann heißt es eigentlich aufgenommen, das klingt eh gleich oben. Ja, richtig. Wir können es eigentlich ohne Rendern direkt hochschmeißen, ist doch scheißegal. Genau, ihr könnt ja noch 5 Minuten noch mit aufnehmen hier, dann habt ihr das vielleicht bis zum Release hochgeladen. Warum mit der Hochladung, die wir bald kriegen? Ja, aber im Moment. Gut, aber wie gesagt, wir haben ja noch 2 Folgen. Einmal den Riesenkampf und einmal nur das letzte Fazit. Feedback. Oder Feedback, ja. Fazit. Genau. Und vielleicht noch ein Special am Wochenende, wenn ihr passt. Ja, falls am Wochenende reicht. Aber das werdet wahrscheinlich ihr machen. Ich weiß ja nicht, ob am Sonntag das Special auch noch da ist. Ich weiß nicht. Also ich werde Samstag auf jeden Fall das machen halt. Stand aber auf jeden Fall nur Samstag da. Also wahrscheinlich nur Samstag. Dann wahrscheinlich nur ihr zwei und ich bin dann in dem Fall aus dem Schneider raus. Jo. Vielleicht abends. Schauen wir mal. Ich bleibe ja bis 0 Uhr da. Und dann habe ich noch 2 Stunden Heimfahrt. Ja gut, das wird dann bei dir nicht funktionieren. Das heißt, ich komme erst um 2 nach Zeim, also sonntags um 2. Jo. Ja gut, dann würde ich sagen, beenden wir mal den Part und verabschieden uns. Ja. Und viel Spaß bei den vorherigen Folgen. Genau. Und bei den anderen Let's Plays. Ja, du huschst es aber auch schon umeinander. Ich verkneife es mir aber jedes Mal. Ja, ist aber meistens nicht so leicht. Weiß. Alles klar, ich bin euer Mechasnake. Oh, ich bin euer Korax. Und ich bin euer Shadow Mask. Ciao.